Lebendige Kunst, das sind Fabian Siegesmund und ich, und lebendige Kunst, das sind auch die Spiele, die wir uns heute angucken von Devolver. Das ist ein kleiner Indie-Publisher, der zeigt uns heute Titan Souls, das Spiel der Woche, Ronin und Not a Hero. Die gucken wir uns jetzt an. Fabian, ich würde sagen, Sie sollen mal die Hosen runterlassen. Oh ja. Ich habe auch einen kleinen Indie-Entwickler mit dabei, ja. Ronin, das ist der erste Titel. Fabian spielt ihn und ich möchte, dass Fabian Döhler da jetzt eine Live-Commentary zu macht, so wie... Ich kann erst mal sagen, wer Fabian Döhler ist überhaupt. Ja, Fabian ist eigentlich der PR-Manager von Sega mal gewesen und heute bist du PR, ich habe das Gefühl, von allem. Ja, ich mache jetzt alles. Wir gucken jetzt gerade Ronin zu, beziehungsweise genau. Fabian, der als Ronin durch die Gegend läuft. Ja. Sieht ein bisschen aus wie die junge Dame aus Kill Bill, die Braut. Weißt du, dass das eine junge Dame ist? Ich sage nur, es sieht aus wie die Braut aus Kill Bill. Die hatte doch diese eine Szene, wo sie auch mit Motorradhelm und diesem Schwert durch die Gegend lief und... Ja, aber es ist eine junge Dame. Deshalb bin ich fasziniert, dass der Typ sogar in Computerspielen sogar erkennt, ob es eine Frau ist oder nicht. Ich sehe Möpse einfach selbst durch die 8-Bit-Wand. Erzähl uns mal ganz kurz, was das ist. Was der Fabian hier gerade macht, also erstmal ist es ein Action-Plattformer. Da gibt es ja einige davon. Ich glaube, das Interessanteste dran ist die Tatsache, dass er quasi turn-based ist. Achso, sprich, sobald Gegner im Feld zu sehen sind, dann wechselt das in diese Turn-Based. Ja, jetzt kannst du wieder sehen, wie er jetzt eben seinen nächsten Move macht. Jetzt hat er geschossen und jetzt kann er wieder die nächste Entscheidung treffen. Das ist wirklich gut. Ich find's ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es eben aussieht wie ein Actionspiel, aber dann, sobald ein Gegner ins Bild kommt, pausiert eben alles und du kannst dir überlegen, wo springe ich als nächstes hin. Und es hat dann eben die Schwierigkeit, dass du, wenn du von... Wenn du gegen einmal getroffen worden bist, bist du halt tot. Bevor du dein Fazit jetzt hier herunterbetest, werde ich nochmal ganz kurz, denn Fabian Döhler hat auf sein Ohr gerade die Nachricht bekommen, wann denn das Spiel jetzt erscheint und für welche Plattform es erscheint. 20. Mai. PC, Mac, Linux und Master System. Für das Master System auch? Ja, auf Karte allerdings, nicht auf Modul. Kann ich jetzt bitte auch mal was sagen? Ja. Ich möchte sagen, dass es ein schönes Spiel ist. Gefällt dir das? Ich sage, dass es ein schönes Spiel ist. Ja, danke. Ja. Können wir das so auf die Packung schreiben? Das könnt ihr so auf die Packung schreiben. Fabian Siegesmund, das ist ein schönes Spiel. Ja. Aber bitte auch so, das ist ein schönes Spiel. Da möchte ich, dass also da LPT aus. Steht und nicht... Ach so, natürlich, LPT, natürlich. Eine Einzelnummer. Ja. Ich mag, wie wir hier keine Moderation unter 12 Sätzen hinbekommen. Aber ich glaube, wir sind auch schon wieder raus. Ja. Ne? Also 10 von 10 für Ronin. 10 von 10, ja, wir müssen weiter zum nächsten. Der Entwickler erklärt uns gerade, dass der Held des Spiels ist Bunny Lord, ein kleiner lilaner Hase, der aus der Zukunft zurückgereist ist. Bunny Lord. Bunny Lord. Bunny Lord kommt aus der Zukunft zurück, um die Zukunft zu retten, wurde deswegen zum Bürgermeister von der Welt? Nein, er will Bürgermeister werden. Nee, er ist schon elected. Nein, er will gewählt werden und muss dafür alle umbringen. Ach so, deswegen muss er jetzt die Crime Lords, also die Oberfieslinge der Stadt, töten. Und das macht man in Not a Hero. In den geskillten Händen von Fabian Siegesmund wird das Spiel jetzt wahrscheinlich zu einer absoluten Unterhaltungsgranate. Bin gespannt. Ich habe schon gleich den ersten Knopf falsch gedrückt. Hat einen super geilen Style. Mich erinnert das ein bisschen an dieses Tiny Towers. Kennst du das? Wo du diese riesigen Türme baust so und hier schießt du dich quasi durch diese Tiny Towers durch. Jawohl! Ich habe letztes Mal auch gesagt, wir können also diese Spiele in ihrem Gewaltgrad auch runtermoderieren. Ich fürchte, wir können sie auch rauf moderieren. Ich werde mir also zukünftig die Jawohl! Einfach sparen. Ich ihm das Genick. Jawohl! Warte, ich wollte keinen Jawohl mehr sagen. Ist mein Favorit bisher, muss ich sagen. Macht schon Spaß beim Zugucken. Das hier gefällt mir dann schon auch wieder besser. Also das wären dann eine 12 von 10. Nachmach. Man kann auf dem Keyboard die Musik mitspielen. Also. Nein. Das ist ja sehr geil. Hast du gesagt, das ist ja sehr geil? Ja. Ja, das ist ja sehr geil. Das ist ja sehr geil. 11 von 10 Punkten für Not a Hero. Großartig, wir freuen uns drauf.
sind jetzt gerade bei Titan Souls. Ich habe es gestern schon mal gespielt und es war die absolute Hölle. Ich bin nicht mal beim ersten Boss vorbeigekommen. Frag ihn mal bitte, ob es irgendwie einen Tipp für dieses Spiel gibt, weil sonst verzweifeln wir jetzt gleich in der Live-Show. Du, meine ich. Ich werde das für dich tun. But one of the things that the game teaches you quite early on is that every boss has a weak spot and they're all colored pink. So you, when you go into a new boss room, you'll once you get used to the game, you'll be like, okay, I know what the weak spot is. Das klingt ja eigentlich ganz einfach. Jeder Boss hat eben eine Schwachstelle, die ist pink markiert und da muss man nur draufballern. Immer aufs Pinke drauf, David. Das kenn ich.